den fetten Kratzer vorne rechts habe ich mit drauf. Ja. Nicht, dass der sagt, wir wären das gewesen und eine neue Lackierung will. Das wäre wieder typisch. Förde 15 für den 10, Anton. Förde 15 hört. Ja, machst du mir bitte mal einen Zivis auf ein Kennzeichen und guck mal bitte im Index nach, ob das Kennzeichen schon mal aufgetaucht ist. Sag mal, wo ist denn Kalle? Kalle! Kalle! Oh, Dicker! Wie sieht denn das aus? Ein Polizeihund wühlt im Müll. Könnte ja meinen, dass du nicht zu fressen kriegst. Aber warte mal, was ist denn da? Sieht wohl so aus, als hätte jemand eine Brieftasche entsorgt. Ja, ist ja gut. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Gut gemacht. Ah. Schau mal, der Führerschein ist noch da. So, Kalle. Dank dir kriegt Herr Schneider jetzt seinen Führerschein wieder und ich kann schön ein paar Seiten Bericht abheften. So, komm, du kannst ihn holen. Luzi, hast du schon eine Abfrage gemacht? Ja. Und? Es gibt keinen Michael Schneider in Flensburg. Nicht? Nee. Viele andere Schneider, aber keinen Michael. Aha. Na, Kalle, und was sagt uns das? Richtig. Dass Michael Schneider vielleicht gar nicht aus Flensburg kommt. Sag mal, kannst du meine Abfrage beim zentralen Führerscheinregister machen? Jo, mach ich. Wie lange brauchst du bis Schwerin? Wenn ich gut durchkomme, so 3 Stunden? Dann grüß mal deinen Bruder unbekannterweise von mir. Mach ich. Und deine Schwägerin in Spee. Mach ich auch. Ja dann. Gute Feier, ne? Danke. Und schöne Fahrt. Ja, und trink nicht so viel. Hatte ich nicht vor. Ich dachte, dafür sind Junggesellenabschiede da. Ja, und ich dachte, ich warte damit, bis wir deinen feiern. Ha. Eher kommt der Papst nach Flensburg als Olli unter die Haube, du. Ja, da magst du recht haben. Gute Fahrt. Dankeschön. Na, und du? Sind ja nur 2 Tage. Mir so lange schön auf Olli auf, ja? Dass er nicht wieder so viel Mist baut. Mhm. Ja, auf solche Anweisungen hört er nicht. Tschüss. Tschüss. Ey, du bewegst dich auf ganz, ganz dünnem Eis, mein Lieber. Moin. Immer. Moin. Was kann ich für Sie tun? Sie haben mein Auto abgeschleppt. FLAB 640. Ja, das stimmt, das war ich. Sie standen auf dem Behindertenparkplatz. Und wo steht's jetzt? Sind Sie der Halter? Ja, und ich würde es gerne abholen, und zwar sofort. Ja, dann hätte ich jetzt gerne mal Ihren Personalausweis und Ihren Führerschein. Wo habe ich denn noch den Ordner? Ah, hier. Ihr Wagen steht auf dem Verwahrparkplatz Weberstraße Nummer 8. Übrigens, die nehmen Bargeld oder EC-Karte. Wie teuer wird's? Oh, so eine Woche Türkei, all-inclusive wird schon werden. Sehr witzig. Sie hätten da einfach nicht stehen dürfen. Tschüss. Tschüss. Störe ich? Nee, bleib ruhig sitzen. Ich schaff das schon. Versuch mal weiter, diesen Michael Schneider irgendwie zu finden. Der soll uns mal erklären, warum er einen gefälschten Führerschein hat. Der ist gefälscht? Behörde für Inneres. Diese Bezeichnung gibt es doch bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr. Exakt, da müsste eigentlich Landesbetrieb Verkehr draufstehen. Und da der Führerschein 2007 ausgestellt wurde, ist er definitiv gefälscht. Könnte ich jetzt rein äußerlich nicht von einem echten unterscheiden. Gut gemacht. Leider zu gut. Und wenn nichts vorliegt, würden wir bei einer Routinekontrolle auch gar keine Abfrage im Zentralregister machen.
und ihn einfach durchsenken. Habt ihr schon seine Adresse? Hallo, wir arbeiten dran. Tja, nu. Sag mal. Oliver. Was? Hast du dein Auto zurück? Ja. Verdammte Abzocke. Alter, was stellst du so auf dem Behindertenparkplatz, hä? Hab ich nicht gesehen. Kofferraum? Ist alles noch drin? Warum soll da jemand reingucken? Und hier? Alles geklappt? Ah, alles erledigt. Ich sag dir Bescheid. Danke. Suchst du jetzt dein Glück im Buddhismus? Nein, ich nicht. Kostas. Er hat in China anfertigen lassen und will sie jetzt hier verkaufen. Unter jedem steht ein Spruch. Bete nicht um leichtere Lasten, sondern um einen stärkeren Rücken? Also bei der Figur würde ich ähnlich denken. Danke. Wo sind denn deine Freunde? Kalle ist bei Pia geblieben, Oskar ist in Schwerin und ich habe Spätschicht. Besucht er seine Familie? Sein Bruder heiratet doch nächste Woche. Und die haben jetzt irgendwie so eine riesen Junggesellensause. 15.10 für Förde 15, bitte kommen. Der 15.10 hört. Fahr bitte zum Beachclub, die haben angerufen. Ein Gast kann ich zahlen. Das ist im Moment ganz schlecht. Kann ich der 15.1 fahren? Ja, du kannst deinen Hotdog ruhig noch essen. Und grüß Anne. Ende. Oh. Hey, Big Sister is watching you. Ja, ja. Lass ruhig, ich schreib's auf. Mhm. Danke. Tschüss. Tschüss. Na, was ist, Hanno? Bist du jetzt dabei? Also ein Fahrrad? Das geht wohl kaum. Das stimmt wohl. Aber wieso kaufst du dir keins? Das ist überhaupt nicht teuer. Mein Hell Diamond, die kostet nicht nur 150. Mal gucken. Ey, Jungs, habt ihr eigentlich gerade dieselbe geile Idee wie ich? Ja, ich glaub, ich weiß, was du machen willst. Lass uns mal checken. Typisch Toni. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh Mann, da müssen wir uns wohl was einfallen lassen. Naja, morgen ist auch noch ein Tag. Moin. Und? Hier. Ja, wie? Hier. Wer ist es? Weißen Hemd? Vielleicht einfach mal gleich sagen, ich bin auch kein Hellseher. Der Eiser. Moin. So, schönen guten Tag, die Polizei Flensburg. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Oskar, was machst du denn hier? Wer stellt mir denn diese Frage, hm? Ach, der Herr Kottke. Jo, jo, jo. Ich denke, du bist in Schwerin. Schwerin gibt's nicht mehr. Schwerin ist passé. Tot. Gestorben. Ja, das habe ich ja nur begriffen. Und dein Junggesellenabschied? Es gibt auch keinen Abschied. Kannst du mir mal sagen, wieso man sich als Junggeselle verabschieden soll? Nee, kann ich natürlich nicht. Wo liegt da der Sinn? Ich will es dir sagen. Es gibt keinen. Ja. Ja, darum musst du erst mal kommen. Du bist ja sternhagelvoll. Hm. Ich hab dir in der Wache schon gesagt, du sollst zu viel trinken. Du hast 9 Bier getrunken? Quatsch. 8,5. Das letzte ist mir aus der Hand geflutscht. Patsch, da lag's. Ja, schön. So, und du kannst jetzt aber nicht zahlen. Warum nicht? Ich will's dir sagen. Weil ich mein Geld vergessen habe. Hätte ich mein Geld dabei, dann könnte ich... Dann könntest du natürlich bezahlen, das ist ja wohl logisch. So. Logisch. Ja, ich zahle das jetzt und du kommst mit, ja? Du? Ja.
Kannst du selbst gehen? Du bist ein Freund. Ja, ich bin ein richtiger Freund. So, ist das dein? Jo. Dann trägst du den Jackett. Ich bin nicht jetzt nach Hause. Zu Hause? Ey, Vorsicht, wo bist du denn zu Hause? Ja. Oh, wo ist denn mein Zuhause? Du stützt dich hier ab. So, wo ist denn das? Du stützt dich jetzt hier ab. Zuhause. Abstützen. Hm? Wo ist denn mein Zuhause? Das weiß ich doch nicht. Oh, so, hier, stimmt so. Jetzt komm. Verstehst du überhaupt, ja, was ich meine? Natürlich verstehe ich, was du meinst. Du mir überhaupt, ja, aber du folgst mir jetzt nach Hause. Geh mal bitte zur Seite. Mein Gott, hier kann so hart sein. Das geht schon. Mir ist ein bisschen schlecht. Nee, da gehst du nach hinten. Rein, Vorsicht mit dem Kopf. Tschüss. Ein Freund, ein guter Freund. Hey! Das ist das Beste. Na, was sagt ihr? Das ist ein Buddha. Richtig. In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber. Da ist es. Wieso machst du jetzt einen auf China? Naja, man muss mit der Zeit gehen. Hm? China ist ein großer Absatzmarkt. Aber solltest du da nicht griechische Kultur nach China bringen und nicht umgekehrt? Nee, das läuft nicht. Die kommen eher zu uns und schauen sich die Akropolis an. Dann verkauft doch Akropolis Chinekugeln in China. Ja, die werden da doch hergestellt. Das ist wie Eulen nach Athen tragen. Oder Essstäbchen nach Peking. Ja, stimmt. Kannst du mir nicht helfen? Ein Artikel, ein kleiner Artikel von dir in der Rundschau. Dass man bei dir Buddha-Figuren kaufen kann? Mhm. Am besten noch mit Foto? Boah, das wäre sehr gut. Nee, Kostas. Aber das geht wirklich nicht. Mann, warum macht ihr mir das Leben immer so schwer? Wer macht dir das Leben schwer? Ah, hallo. Na? Na, wer wohl? Hm? Bleibst du zum Essen? Oh, ja, gerne. Was gibt's denn? Zum Beispiel Salat. Du kannst mir helfen. Einen griechischen? Ja, von mir aus. Pia, ist bei euch letztens ein gefälschter Führerschein aufgetaucht? Hast du mit Olli gesprochen? Wieso? Na, wir hatten heute so einen Fall. Aha. Nee, ich habe in der Rundschau eine Anzeige gelesen. Führerschein verloren, negative MPU, wir helfen. Das ist doch seltsam. Kannst du für mich rausfinden, wer diese Annonce aufgegeben hat? Ist das eine offizielle Anfrage? Nein. Gibt's in Griechenland auch so blöde Abkürzungen? Nein, Hanno, das ist Deutsch. Typisch Deutsch. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Hey, du hast in der Fahrstunde doch was gelernt. Außer das Einparken. Lern du erst mal Fahrrad fahren. Wow. Ah. Ach, wir sind schon da. Ja. Ui. Also ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, das war die tollste Fahrt in einem Polizeiauto, die ich jemals hatte. Ja. Noch so ein bisschen Tatütata-Atmosphäre. Hast du ja bald wieder. Du gehst jetzt nach oben und schläfst nicht aus. Zu Befehl, Herr Wachtmeister. Lass doch mal diesen Quatsch. Sag mal, schaffst du es alleine oder soll ich dich jetzt hochtragen? Sei doch bitte nicht so böse, es ist doch nicht meine Schuld. 15.10 für Pferde 15, bitte kommen. 15.10 hört. Bist du fertig im Beachclub? Hallo. Ja, bin ich. Verkehrsunfall in der Schleswiger, kannst du da hinfahren? Ja, das habe ich mit. Sonderrechte sind zugelassen, Ende. Darüber reden wir morgen. Oskar Neuhaus, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Sag mal, Kalle, hat Oskar dir nicht gesagt, dass du auf mich aufpassen sollst? Umgekehrt wäre es besser gewesen. Was macht denn Stefan da? Du, weiß ich nicht, aber ich habe hier ein paar Informationen über Michael Schneider aus der Zentraldatei. Oh. Ja. Das ist ein Hammer. Ja. Die Firma heißt Vogel Consulting. Danke. Und kümmert sich um alles rund um den Führerschein.
Speziell, wenn man ihn losgeworden ist. Die bieten Vorbereitungskurse für die MPU an und helfen beim Erwerb eines EU-Führerscheins. Klingt legal. Es sei denn, jemand umgeht den ganzen bürokratischen Kram und kauft sich einen. Will mal kurz stören? Hallo, Stefan. Moin. Was gibt's? Du, unserem Führerscheinkandidaten, nicht? Den haben sie vor 4 Jahren den Lappen abgenommen. Dann ist er 2-mal durch die MPU gerasselt. Und dann haben sie ihn beim Fahren ohne Fahrerlaubnis mit 1,8 Promille erwischt. Und ihm die Fahrerlaubnis endgültig entzogen. Was Alkohol aus einem Menschen machen kann? Du sagst es. Und unverantwortliche Firmen verhelfen solchen Leuten dann noch zu ausländischen Papieren. Soll ich da mal nachhaken? Stefan hat möglicherweise so eine Firma aufgetan. Echt? Ja, dann lass dir doch mal ein Angebot machen. Ich meine, wer weiß. Aber bitte als Journalist. Nicht im Auftrag der Polizei. Ich weiß, Schatz. Ja, und wenn du da was rausgefunden hast, dann vereidige ich dich zum Hilfs-Sheriff und dann erzählst du uns alles, ja? Na, du bist ja schon einer, Kalle. Dich müssen wir nicht mehr vereidigen. Oh, ja. Tschüss, Schatz. Hm. Tschüss. Tschüss, Ali. Tschüss. Okay, wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Hi, Kostas. Oh, hallo, Hanno. Hey, gut, dass du da bist. Kannst du mir helfen? Geht nicht. Meine Freunde warten. Deine Freunde warten? Du hast nicht zufällig Werkzeug oder so? Werkzeug? Für was denn? Für mein Fahrrad. Ist ein bisschen kaputt. Ich brauche Schraubenzieher und so. Guck mal da rechts in der Ecke. Da ist ein Werkzeugkasten. Nimm, was du brauchst. So. Es gibt keinen Weg zum Glück. Okay, danke. Ist der Malaka, auf welchen Mist habe ich mich da eingelassen? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, sagt Buddha. Buddha, 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 Buddha. Schneider. Moin. Kottke, Polizei Flensburg. Schneider. Ja. Sie haben mich angerufen wegen... Wegen Ihrer Brieftasche. Ja. Es war ein bisschen schwer, Ihre Telefonnummer rauszufinden. Man muss ja nicht im Telefonbuch stehen. Nee, muss man nicht, aber man kann. So, kommen Sie doch mal rein. Da lang? Mhm. Ja. Möchten Sie einen Kaffee haben? Ja. Ja, wie? Schwarz? Schwarz. Mit Zucker? Mit Zucker. Einmal schwarzen Kaffee mit Zucker, Luzi. Pia, Herr Schneider ist da. Nee, Herr Schneider, hier lang. Alter, wenn wir erwischt werden, wir kriegen scheiß Ärger. Ach, das Ding wird eh nur selten benutzt. Och, der Mist geht nicht auf. Gib mir mal. Dass sie mir geklaut wurde, habe ich gar nicht gemerkt. Und du hast sie gefunden? Danke. Alles weg? Alles weg. Und wie, ich meine, woher wussten Sie, dass sie mir gehört? Der war noch drin. Der war noch drin? Der war noch drin. Zum Glück. Ich würde eher sagen, leider. Wieso? Jetzt mal Butter bei die Fische, Herr Schneider. Der Führerschein ist falsch. Echt? Eben nicht. Warum Sie den her? So ein Mist aber auch. Hätten Sie ihn gar nicht erst finden müssen. Herr Schneider, woher haben Sie den Führerschein? Weiß ich nicht mehr. Hören Sie auf mit dieser Tour. Wo haben Sie den gekauft? Es war eine Kneipenbekanntschaft. Ich habe erzählt, dass meiner weg ist und er hat gesagt, ich besorge den neuen. Und dann haben Sie ihn angenommen, obwohl Sie wussten, dass er gefälscht war. Und obwohl man Ihnen die Befähigung zum Führen eines Fahrzeugs entzogen hat. Für immer.
Das war eine Sauerei. Reine Willkür. Durch mich ist niemand zu Schaden gekommen. Okay, jemand hat mich erwischt mit ein paar Promille, aber einen Unfall habe ich nie gebaut, nie. So, Schneider, jetzt hören Sie mir mal gut zu. In Flensburg, da liegen bestimmt noch ganz viele Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle noch gefährlich sind und nur noch entschärft werden müssen. Was soll das denn jetzt? Das sind ganz genau solche Blindgänger wie Sie, die jederzeit hochgehen können. Das muss ich mir nicht sagen lassen, nicht von Ihnen! Setzen Sie sich wieder hin. Unverschämtheit. Beruhigen Sie sich, Herr Schneider. Mein Kollege hat recht. Auch wenn ich das etwas anders ausgedrückt hätte. Sie hören von meinem Anwalt. Herr Schneider, der Führerschein nicht, der bleibt hier. So, Sie kriegen jetzt von mir eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Und da Sie Wiederholungstäter sind, droht sogar eine Haftstrafe. Da ist die Tür. Tschüss. Ich finde alleine raus. Jetzt sag mal, wenn ich euch beiden nicht hätte. Ja, ich bin manchmal ein bisschen rasant unterwegs und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, mein Führerschein ist weg. Für ein Jahr. Oh. Ja, und nun benötige ich eigentlich, also wenn man so will, eigentlich nur was für die Übergangszeit. Okay, und warum nur für die Übergangszeit? Sie können mir helfen? Ich denke schon. Es gibt da verschiedene Modelle, die, das sage ich Ihnen lieber gleich im Voraus, einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand erfordern. Von welchen Summen sprechen wir? Möchten Sie einen Kaffee? Gern. Ihr sagt Bescheid, wenn es so hoch genug ist, ne? Alles klar. Sieht gut aus. Ordentliche Höhe. Geil. Du zuerst, Pierre. EU-Führerscheine müssen von den deutschen Behörden, sprich Polizei, akzeptiert werden, bitte. Danke. Sie können also mit einem polnischen, ungarischen, tschechischen, wie auch immer Führerschein in Deutschland Auto fahren. Und den bekomme ich so ohne weiteres? Ohne weiteres nicht. Sie müssen natürlich schon die notwendige Prüfung dafür ablegen. Und die ist dann in Deutschland egal? Ja. Für den Erwerb des Führerscheins benötigen Sie allerdings Ihren Wohnsitz im jeweiligen Land und müssen gemeldet sein, nach der 185-Tage-Regelung. Das geht nicht. Das kann ich ja überhaupt nicht. Wir kümmern uns um alles, inklusive Wohnsitz und Aufenthaltsgenehmigung. Sie erwerben einen rechtsgültigen EU-Führerschein, den Sie dann später umschreiben lassen können. Was kostet mich das? 2.500 bis 3.000 Euro. Zuzüglich Aufenthalts- und Anreisekosten im jeweiligen Land. Viel Geld. Dafür haben Sie in 7 Tagen einen neuen Führerschein. Und Sie ersparen sich jede Menge Ärger in Deutschland. Ich sage nur MPU. Und die muss ich da nicht machen? Auf freiwilliger Basis. Aber meines Wissens sind die ausländischen Prüfer, nennen wir es mal, gnädiger als die Deutschen. Klingt verlockend. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Okay, machen Sie das. Darf ich Ihnen unverbindlich ein paar Unterlagen zuschicken? Ja, warum nicht? Guten Tag. Guten Tag. Ja. Mein Kollege, Herr Bauer. Ja. Ja. Sagen Sie, gibt es nicht auch einen Führerschein ganz ohne diese bürokratischen Umwege? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ach, vergessen Sie es. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Herr Bauer. Wiedersehen, Herr Andresen. Der wollte einen gefälschten Führerschein. Ja.
Didi. Ich mach das schon. Moin. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern zu Oskar Neuhaus. Der ist nicht da. Worum geht's? Ich bin seine Schwägerin. Also noch nicht. Also die Verlobte seines Bruders. Ja, Olli Kottke. Hallo, ich bin der Dienstgruppenleiter von Oskar. Kommen Sie ruhig durch. Sie wissen davon? Er hat uns von seinem Bruder und Schwerin erzählt. Möchten Sie einen Kaffee? Nee, danke. Nee? Setzen Sie sich doch. Ja. Oh. Und, was ist denn genau passiert? Ach, da ist so einiges schiefgelaufen. Hören Sie, ich muss unbedingt zu Oskar. Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn erreichen kann? Nee, ich weiß ja nicht, wo der... Ach, hier übrigens, das ist Kalle. Hallo. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ja? Ich wollte das nicht. Das ist in Ordnung. Wirklich, ich wollte das nicht. Wird alles gut. Oskar? Olli, es geht gerade nicht, ja? Ich erkläre dir das später. Wer war das denn? Oskars Schwägerin in Spee. Für eine Braut sah sie aber nicht gerade glücklich aus. Ja, da hast du recht. Die Verlobte heult und Oskar war betrunken. Oskar betrunken? Ja, gestern Nachmittag. Oberkante, Unterlippe. Oskar? Ja. Das glaub ich jetzt ja nicht. Hanno! Komm da sofort raus! So, was macht ihr denn hier für einen Blödsinn? Was denn? Ist doch nichts passiert. Na, ist doch nichts passiert. Und wenn was passiert wäre, hä? Also früher nie missgebaut. Ja, aber nicht solchen. Los, ab nach Hause. Sieht nicht gut für mich aus, ne? Das ist ein rabenschwarzer Tag für dich, mein Sohn. Echt, manchmal glaube ich, du hast deinen Kopf nur zum Haare kämmen. Ne? Ah, moin. Moin. Na, und wieder falsch geparkt? Bin noch lernfähig, Herr Wachtmeister. Sehr gut, freut mich. Oberkommissar. Tag. Moin. Lass das sein. Ja, ich bin leider im Dienst. Sagen Sie mal, kann es zufällig sein, dass ich gestern einen Handschuh hier verloren habe? Ah, ich habe schon gedacht, dass er Ihnen gehört. Oh, vielen Dank. Ihr Kollege ist übrigens auch da. Hoffentlich kann er wenigstens heute zahlen, ne? Ah, keine Angst, ich trinke nur Wasser. Zu. Glaubt man das? Da geht der in Beachclub und knutscht mit seiner Schwägerin rum. Hat er noch alle Tassen im Schrank? Was hast du denn dazu? Aber du kannst ja gar nicht reden, entschuldige. So. Ja, genau so. Ja. Deswegen hat er sich gestern nämlich auch besoffen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Der spannt seinem Bruder seine Frau aus. Das macht man doch nicht. Was sagst du denn dazu? Ja,
Sehe ich ganz genauso. Stille Wasser sind tief. Jetzt weiß ich auch endlich, woher der Begriff kommt. Oskar und seine Schwägerin, machst du Witze? Nein, wenn ich sie doch sage. Kalle war genauso entsetzt wie ich. Stimmt's, Kalle? Die haben geknutscht. Im Beachclub. In der Öffentlichkeit. Ich meine, dass der sie nicht mehr schämt. Ach, Olli. Ja, ist doch wahr. Jetzt spiel nicht den Moralapostel. Du weißt doch gar nicht, was da passiert ist. Das geht uns nichts an. Ich finde schon, dass mich das was angeht. Ich meine, das ist mein Partner. Hallo, Olli. Moin. Na, Bier ist im Kühlschrank. Hast du es ihm schon erzählt? Was denn? Mich hat vorhin jemand angerufen, ob ich mich für einen Führerschein interessiere. Schnell und unbürokratisch. Ach was? Diese Firma? Nee, eher nicht. Was diese Frau Vogel anbietet, ist legal. Ein bisschen Grauzone vielleicht, aber rein rechtlich ist da nicht zu beanstanden. Ja, und was hast du gesagt? Dass ich einen haben will. Er soll 2000 Euro, ein Passfoto und seine Daten in einen Umschlag legen und morgen Vormittag in den Beachclub kommen. Na gut, wenn das so ist, dann heb jetzt bitte die rechte Hand und sprich mir nach. Ich, Stefan Andresen, schwöre feierlich zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland. Ja, Prost. 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 Moin. Hallo. Na, noch kein Jung gezogen? Moin. Hallo. Wie wär's mit dem Kaffee? Soll ich dir jetzt etwa einen holen, oder was? Nein, ich hol dir einen, Schatzi. Morgen. Morgen. Ah. Na? 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 Hast du mich auch so vermisst wie ich dich? Bitte schön. Hm? Ist irgendwas? Das könnte ich dich fragen. Ach, meinst du wegen meiner Schwägerin? Mein Bruder und Schwerin und so? Ja, und so. Ganz großartig. Die ganze Geschichte ist aus der Welt. Es ist ein neuer Anfang gemacht. Dank deiner Hilfe? Ja. Sag mal, wie fühlt man sich denn so dabei? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das? Mann, Mann, Mann. Das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut. Aber du kannst uns Nina ja irgendwann mal vorstellen, hm? Du hast sie doch gestern kennengelernt. Ja, ich meine so richtig vorstellen. Okay, kann ich machen. Spekulierst du, zur Hochzeit eingeladen zu werden? Hochzeit? Ach, so weit seid ihr schon. Das war doch immer klar. Hallo. Ach, na, du Süße? Das ist eine ganz hervorragende Idee, das machen wir auf jeden Fall. Nein, 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 Quatsch. Ich komm direkt nach dem Dienst. Ja. Ja. Du, ich kann jetzt aber nicht wirklich entspannt reden, ne? Ja. Wir sehen uns nachher. Ja, ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Nina, die ist vielleicht glücklich. Und ich dachte, ich würde dich kennen. Bitte? Nichts. Olli, Oskar, es geht los. Moin. Moin. Oskar, zieh dich bitte um. Ihr observiert verdeckt. Olli, du gehst mit Stefan schon vor. Zu Fuß oder mit dem Auto? Laufen. Worum geht's denn? Erkläre ich dir später. Alles in Ordnung bei dir? Mit mir ist alles super. Ich glaube, Olli ist ein bisschen durch den Wind. Wir müssen noch einen Moment warten. Schatzi für Adler, kommen. Bist du auf Position? Auf Position.
Seit wann bist du Adler? Seitdem du Schatzi bist. Gut zu wissen. Wann erfolgt der Zugriff? Wenn jetzt die Person den Umschlag abholt oder verfolgen wir sie noch? Das entscheiden wir aus der Situation heraus, Schatzi. Ich wollte nur den Brief abgeben. Da kommt gleich jemand und holt ihn ab. Tschüss. Ach, guck mal, Kalle, unser netter Bekannter ist auch wieder da. Na, das ist ja ein Ding. Zielperson ist jetzt am Tresen. Blaue Hose, braune Lederjacke, ca. Mitte 40, braune Haare. Hast du ihn? Seh ihn. Schatzi, was machst du denn da? Mensch, lass die Frau aus dem Spiel! Was mache ich denn? Ja, wie, was mache ich denn? Heute lassen wir es aber richtig krachen, oder? Scheiß. Mann, Zugriff! Was hast du die noch alle? Du vermasselst ja alles. Pass auf den Typen auf oder soll ich dir noch ein Getränk anliefern? Mann! Was geht denn hier an? Ich hab keine Ahnung. Hier ist die Polizei, kommen Sie da raus! Was ist denn? Ganz langsam rauskommen. Kalle, alles ist gut. Ich hab ihn. Wollen Sie was von mir? Kommen Sie nach vorne. Und nehmen Sie die Hände aus der Tasche, ich will Ihre Hände sehen. Ach, bist du auch schon mal da. Tolle Arbeitsauffassung, vielen Dank. Olli, ich muss dir was erklären. Ja, jetzt ganz bestimmt nicht. Hast du ihn sicher? Mhm. Ich komme jetzt rüber zu Ihnen aufs Boot, ja? Bewaffnet? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Das können Sie dem Richter erzählen. Wo ist der Umschlag? Was denn für ein Umschlag? Vorläufig festgenommen wegen Verdacht auf Urkundenfälschung. Ja, und jetzt gibt's sogar noch schicke Armbänder aus der hauseigenen Schmuckabteilung. Oskar, was ist so ein Quatsch? Olli. Mal. Nein, nichts, Olli. Ich muss mich auf dich verlassen können. Mann! Das ist Frank, mein Bruder. Felix-Bruder. Sollen wir trotzdem die Verhaftung durchziehen? Danke fürs Aufpassen. Kein Problem. Na, Olli? Klappspaten, du bist auch voll auf dich festgenommen. Komm mal raus da. Genau dasselbe ist mir auch passiert. Ja, das ist beruhigend, ja. Tschüss. Was gibt's denn da zu lachen? Woher soll ich denn wissen, dass der betrunkene Beachclub Frank ist? Und dann knutscht Oskar auch noch mit seiner Schwägerin rum. Ja, ist doch wahr. Ja, Kalle, ich weiß, du hättest es gewusst, ne? Aber ich habe deine Nase nicht, Digga.
Hi. Hallo. Darf ich euch vorstellen? Mein Bruder Frank und seine zauberhafte Verlobte Nina. Moin. Wow. Moin. Ihr seid echt schwer auseinanderzuhalten. Na, jetzt kommt's ins Schleudern, was? Nee, komm ich nicht. Ist mir auch relativ egal. Von einem von euch beiden kriege ich noch 40 Euro. Kalle, hol mir mein Geld. Dir kann man wohl nichts vormachen, was?